Canadian player there, actually, which had a ridiculous back. Yeah, that's a great comeback for Gillespie. Oh, no. Gillespie, I'm going to LA. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Shox und die letzten Wochen waren ja wirklich sehr, sehr aufregend, was Roster Changes angeht. Und ich dachte mir, ich fasse das Ganze ein bisschen zusammen und mache hier ein kleines Video zu Roster Mania. Und ich würde sagen, schauen wir uns mal die momentanen Roster an. Ich habe hier ein sehr schönes Bild vom eSport Report aus der amerikanischen Version gescreenshottet, wo die ganzen Teams aufgelistet sind. Habe da selber noch ein bisschen was nachgearbeitet, weil einfach dieses Bild schon ein paar Tage alt war. Das war vom 17. November und da hat sich wieder ein bisschen was geändert. Ich glaube, das müsste jetzt hier alles so aktuell sein. Ich habe es nochmal überprüft, ob wirklich alles so passt, aber ich denke, das ist alles richtig so. Wie man hier sehen kann, alle wichtigen Teams aufgelistet. Es müssten sogar, wenn mich nicht alles täuscht, die Teams sein, die für die MLG Pro League qualifiziert sind. Müsste ich jetzt aber lügen, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber auf jeden Fall sind es die wichtigsten Teams in der MLG. Die ganzen MLG Pro Teams sind da dabei und die wichtigsten Spieler, die sich in den neuen Teams verteilt haben. Und ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt mal ein bisschen detaillierter an. So wie ihr hier sehen könnt, hat esportnation.com eine neue Team-Database erstellt, sieht sehr, sehr nice aus, die Homepage ist an sich auch nice, ich werde euch auf jeden Fall mal den Link zu dieser Team-Database mit unten in die Beschreibung posten, dann könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Hier sind bis jetzt nur die 6 oder 7 wichtigsten Teams aufgelistet, ich denke, da werden aber noch einige mehr kommen, da werden auch noch die Halo-Teams dazukommen und Counter-Strike-Teams, wie man hier sehen kann. Aber wir interessieren uns hier natürlich für die Call of Duty Teams und ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier mit dem ersten Team an und zwar mit Noble Esports. Wie man hier sehen kann, sieht man hier alle Spieler schön aufgelistet. Hier haben wir einmal Study, der vorher bei Envy war und bei Denial, Mirx, der von Optic Nation kam, Killer von Optic Nation und Spacely von Most Wanted spielen jetzt unter der Flagge von Noble Esports. Hier unten findet ihr auch alle Twitter Links von denen, alle Twitter-Accounts, dass ihr die followen könnt und auch hier die MLG-Streams. Jeder von denen besitzt einen eigenen MLG-Stream. Kann man mal drauf schauen. Noble Esports, denke ich, könnte ein sehr, sehr starkes Team werden. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Ich habe aber die in Advanced Warfare noch nicht allzu oft spielen sehen. Ich glaube, ich habe mal einen Stream von Study, glaube ich, geguckt oder Killer. Ich weiß es nicht mehr genau, ist schon ein bisschen her. Dann haben wir hier Denial Esports mit Zuma, mit Attach, mit Replays und mit Saints. Sollten auch eigentlich alles relativ bekannte Namen sein. Zuma und Attach vielleicht ein bisschen unbekannter, aber Replays sollte man kennen. Gegen den haben wir damals auch auf den COD Champs gespielt, wo er noch bei FaZe war. Saints sollte man auch kennen. Was hier ganz schön ist, man sieht hier immer noch ein paar Zeilen zu den Spielern, zu den jeweiligen Spielern. Und hier unten natürlich auch wieder die Twitter- und MLG-Links verlinkt. Dann haben wir hier das Team von FaZe Competitive. Vom FaZe Clan, einmal mit Apathy, Sensor, mit Aix von Evil Genius und mit Slasher. Könnte auch ein sehr, sehr starkes Team werden, vor allem da Aix für mich ein Gewinnerteam ist. Sensor und Apathy auch sehr, sehr gut sind in dem Game, habe ich auch schon streamen sehen. Von Slasher weiß ich jetzt noch nicht so viel, habt ihr als Team auch noch nicht so spielen sehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein sehr, sehr starkes Team wird dieses Jahr. Dann haben wir hier Team Envious, fast mit alten Lineup wie bei Ghosts, mit Merc, Nameless, Jacob und anstatt von Formel haben wir hier Clayster, der von Optic Gaming ja mehr oder weniger gedroppt wurde, vom Haupt-Optic Gaming Team und er wollte halt dann nicht im Optic Nation Team spielen, hat er getwittert, weil er einfach nicht im B-Team spielen will und ist somit zu Envy gegangen, hab von Envy hier in Advanced Warfare noch nicht viel gesehen, aber das ist jetzt auf jeden Fall das neue Envy Lineup. Dann haben wir als nächstes hier das Optic Gaming Team und das ist meiner Meinung nach momentan wirklich das stärkste Team auf der Welt, könnte ich mir vorstellen. Wir haben hier Natured, Formel, Scampi und Crimsix. Ich glaube, die Leute brauche ich nicht irgendwie vorzustellen oder zu erklären. Formel, Scampi, Crimsix, extrem gute Spieler. Formel hat am Anfang auch noch die ersten Tage von Advanced Warfare verpasst, weil er noch im Halo-Turnier war, hat es auch direkt mit dem Team gewonnen. Crimsix sowieso eine Maschine, Scampi auch und Natured hier die Hill-Hure, um das mal so zu sagen, der sehr, sehr objektiv spielt, sich viel in die Hills setzt und so weiter und die anderen die Arbeit machen lässt, aber sowas brauchst du auch in dem Game, dass du einen hast, der in die Hills geht und die anderen 3 slayen einfach alles weg. Meiner Meinung nach momentan das stärkste Team und ich gucke auch sehr viel Streams von denen, da mir das sehr, sehr gut gefällt, wie die spielen und wie das alles funktioniert bei denen. Dann haben wir hier das offizielle Optic Gaming, das Optic Nation Team, Entschuldigung, das Optic Nation Team, das B-Team von Optic Gaming, wobei das meiner Meinung nach auch kein B-Team mehr ist, wenn ich mir Profi, Tipi und Karma anschaue, Karma meiner Meinung nach wieder
mit Formel, mit Crimsix, der beste Spieler in dem Game, der spielt so extrem gut. TP, sehr, sehr schlauer Spieler, kommt immer von hinten, fuckt die Leute ab, sie, also gefällt mir auch sehr, sehr gut seine Spielweise. Profi sowieso auch ein sehr, sehr guter Spieler. Ambos finde ich in dem Spiel bis jetzt nur meiner Meinung nach nicht so gut, aber das Team an sich spielt schon sehr, sehr gut, muss man wirklich sagen. Ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr starkes Team, das Optic Nation Team. Und dann haben wir hier noch Team Caliver, also TK, Theory, Sharp, Gunja und Looney. Looney ist auch neu dazugekommen. Ich glaube, der ist von Ryze rübergekommen in das Team. Nestlo wurde da gedroppt und von denen habe ich auch ehrlich gesagt noch gar nichts gesehen in der bisherigen Advanced Warfare Season. Da bin ich gespannt, wie die sich in Columbus schlagen werden. Und hier unten auch wieder, wie gesagt, die MLT-Links zu deren Stream, wenn ihr mal die verfolgen wollt, wie sie streamen. Und unten natürlich auch die Twitter-Accounts verlinkt. Dann haben wir hier noch Team Prophecy oder Prophecy Team, eine englische Organisation. Früher, beziehungsweise bei Black Ops 2, spielten dort Ganji, Tommy, Swanee und Excellence damals zuletzt. Shane war auch schon mal dort. Xanity war damals auch bei Prophecy, wie ich mich noch erinnern kann. Sind jetzt nach Amerika expandiert, einfach weil es wahrscheinlich lohnenswerter ist für die Organisation. Haben sich auch ein gutes Team gepickt mit Parasite, Ricky, Fierce und Legal. Zu Fierce und Legal kann ich jetzt nicht so viel sagen, kenne die beiden zwar, aber habt ihr auch noch nicht wirklich spielen sehen. Parasite habe ich schon mal im Stream geguckt, spielt wirklich auch nicht schlecht in dem Game. Ricky habe ich auch noch nicht viel gesehen, kann ich auch noch nicht allzu viel davon erzählen. Müssen wir mal gucken, wie die sich schlagen werden. Wie gesagt, eine englische Organisation, die jetzt ein amerikanisches Team gepickt hat. Dann haben wir hier noch Ryze Nation mit einmal Pac-Man, Weeds oder Weirs, ich kenne ihn ehrlich gesagt jetzt gerade gar nicht, Chino und Diabolik, hier unten auch wieder die Streams und die Twitter-Links zu sehen, auch ein paar Beschreibungen zu den Spielern, von denen weiß ich auch ehrlich gesagt gar nichts, könnte vielleicht ein Underdog-Team sein, ein Überraschungsteam, muss man mal sehen, ich habe von denen wie gesagt noch nichts gesehen, muss mal gucken, wie die sich auch in Columbus schlagen werden. Dann haben wir hier die Team-Database von Esport Nation, ich poste euch den Link unten mit in die Beschreibung rein, dann könnt ihr euch das Ganze mal in Ruhe durchgucken, könnt euch die einzelnen Spielerbeschreibungen durchlesen. Ich gehe jetzt nicht mehr genauer auf die genauen Roster-Changes ein, da war ja einiges im Umlauf, viele Spieler sind in Teams gejoint, sind wieder rausgegangen, sind in andere Teams gegangen, da ging es ja wirklich richtig rund. Ich habe das Ganze zwar auf Twitter mitverfolgt, aber das Ganze jetzt hier mit einzubauen, ich glaube, da würde ich euch nur noch mehr verwirren, deswegen dachte ich einfach, dass ich euch die Teams einfach so vorstelle, weil es einfach ein bisschen übersichtlicher ist und ihr dann ja sehen könnt, wer jetzt in welchem Team ist und ihr ja bestimmt noch wisst, wer bei Ghost in welchem Team war, das kann man auch nachlesen. Aber so sehen jetzt momentan die Teams aus, so sieht es jetzt momentan aus für Columbus, für die erste LAN, die glaube ich nächstes Wochenende stattfindet, die erste amerikanische LAN. Und ja, das war's jetzt eigentlich auch mit dem amerikanischen Roster Mania. Ich werde noch ein EU Roster Mania machen, muss gucken, ob ich da vielleicht noch irgendwie Ähnliches finde oder irgendwelche Grafiken finde. Wird aber demnächst auch noch kommen. Und was ich euch jetzt schon verraten kann, es wird demnächst wieder ein E-Sport Report kommen. Immer sonntags hier bei uns am Killerfish YouTube Channel, am Killerfish COD YouTube Channel. Wird der E-Sport Report wieder kommen von mir. Und da werde ich euch wieder informieren über die wichtigsten Sachen aus der NA und aus der EU-Szene. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch freut auf den E-Sport Report, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt. Und wenn auch das Video auch gefallen hat und ihr das informativ fandet, lasst ein Like da und schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, von der ganzen Geschichte. Was vielleicht auch euer Favorite Team ist für dieses Jahr, euer Favorite NA Team für die MLG Season dieses Jahr. Schreibt es mir in die Kommentare, würde mich interessieren. Und ansonsten, wenn ihr noch Fragen oder Wünsche habt, auch unten in die Kommentare reinschreiben. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns die Tage wieder. Bis dann, ciao, servus, euer Shocks.